Ich habe mich da gut genug unter Kontrolle. Ich weiß nicht. Das behaupten alle Suchtis für sich. Wenn ich irgendwie mal weg bin für eine Woche oder so, vermisse ich FF. Das war eher, weil ich da meine Freunde vermisse. Aber an sich kann ich es ohne FF gut aushalten. Ja. Trotzdem bist du unser kleiner Suchti. Es ist ja auch nur liebevoller, genau, liebevoll gemeint. Und? Du hast den Tank gefunden? Und es ist sogar noch Erzheim drin. Was für ein Glück. Ich schaue jetzt eine Katze in der Lurk. Mach das! Ach ja, das Feuer. Ich werde einfach nur helfen. Das tut gut. Die Kleidung ist auch bald wieder trocken. Danke euch für den Erzsalm. Nur bevor ihr etwas tut, besprecht euren Plan bitte ausführlich mit mir. Egal, was wir von euch halten, ihr seid immer noch unsere Gäste. Wenn ich Legatus Quintus berichten müsste, dass euch etwas zugestoßen ist, was soll uns schon passieren? Wir haben doch Eldaria bei uns. Was? Und 69.190? Halbert, was willst du uns damit sagen? Die 9 nach der 6 gehört dann jetzt hin. Okay. Also 6.190. Meinst du den Platz auf deiner Warteliste da? Oh. Es geht voran bei ihm. Jüss, du sagst es, dass du schon als Kind in diesem Park gespielt hast. Bist du in der Kaiserstadt geboren und aufgewachsen? Du willst wissen, wie ich groß geworden bin? Das sind wirklich seltsame Leute. Aber gut, ich erzähle es dir gern. Ja, ich stamme aus der Kaiserstadt. Mein Vater hat sich in jungen Jahren verdient gemacht und etwas Land bekommen. Dort haben wir mit der ganzen Familie gewohnt. Wie war das Leben in der Kaiserstadt? Die Stadt war der Stolz eines jeden Galaer. Die Winter hier sind lang und hart. Deshalb wurde eine starke Stadt errichtet, eine warme Stadt. Selbst an Tagen, an denen einem draußen der Atem gefror, brauchte man im Haus nie einen Mantel zu tragen. Wir saßen zusammen, aßen oder tranken etwas Warmes und es gab Süßigkeiten zu knabbern. So lebten nicht nur wir, sondern auch unsere Freunde. Alle taten es. Man sah es durch die Fenster oder wenn sich eine Haustür öffnete. Wer nach Hause kam, den begrüßte Wärme und die leckersten Gerüche. Mir wird warm, wenn ich daran denke. Die Sommer waren kurz, doch dann schmolz der gefrorene Boden und gab eine Graslandschaft im satten Grün frei. Es war herrlich,
Wir kletterten auf die höchsten Dächer und badeten im Sonnenschein und im warmen Wind. Wir dürfen die Stadt nicht den Teleforer überlassen. Egal, welche Opfer es uns kostet. Ich meine, dass ich dann so ab 21 Uhr spielen kann. Ich habe Hoffnung. Ich drück mal die Daumen, dass du dann reinkommst. Ich werde nebenbei basteln. Da ihr wieder aufgewärmt seid, sollten wir unsere Suche fortsetzen. Gehen wir nach Westen. Heute Nacht die 82 hat geschafft. Glückwunsch. Ich habe vorhin die 83 hingekriegt. Die 83 und mit dem Reaper bin ich jetzt 73, glaube ich. Ja. Mit dem Reaper auf 73. Huch. Schauen wir mal, ob noch in diesem Wracks etwas zu finden ist. Wir haben ja schon gesucht, aber vielleicht sind in der zerstörten Kampfmaschine noch ein paar Tropfen Erzsalz zu holen. Viele von diesen Maschinen sind so verformt, dass wir bisher gar nicht richtig an ihr Inneres herankamen. Aber heute habe ich vorgesorgt. Hier, nehmt jeder 2 von diesen Ladungen Sprengstoff. Damit bekommt man verkeilte Hüllenplatten mit Leichtigkeit auseinander. Wenn ihr eine zerstörte Kampfmaschine findet, überprüft zuerst die Tankanzeige. Und wenn noch Erzsalz drin ist, boom. Was ihr macht, wenn die Tankanzeige nicht mehr funktioniert, überlasse ich euch. Und falls euch der Sprengstoff ausgeht, meldet euch bei mir. Ich habe noch mehr. Verstanden. Wir suchen auf der Straße dort vorn. Steht auf 0. Okay. Nee, nee. Da brauchen wir das nicht. Ob trotzdem noch Erz dann drin ist. Wir probieren es einfach. Doch leider ist er leer. Oh, schade. Hätte ja sein können. Und auch leider ist der leer. Und er ist noch halb voll. Sehr gut. Weil wenn jemand sagt, was kann schon schief gehen, weiß man ja, was passiert. Oh ja.
In aller Regel weiß man das. Und meistens behält man damit auch recht. Brauchst du noch mehr Sprengstoff? Nö. Da. Du hast etwas gefunden. Die Heldin hat also auch noch das Glück auf ihrer Seite. Mit dem Erzheim werden wir den Stützpunkt für eine Weile wärmen können. Gut, warte hier. Ich sehe nach Alfino und Alice. Naja. Endlich bist du dann wach und los. Und? Alles in Ordnung? Sieh dich nicht so um, das fällt auf. Hör einfach nur zu. Ich habe dir was zu erzählen. Nachdem ihr Camp Splitterglas mit dem Soldaten verlassen hattet, hat Lucia sich an unsere Späher gewandt. Wir haben uns sofort an euch geheftet und gesehen, wie ihr im Tertium verschwunden seid. Als ihr wieder rauskamt, habe ich bemerkt, dass Alfino und Alize diese Dinger am Hals tragen. Den Rest konnte ich mir denken. Aber etwas musst du mir noch verraten. Wer ist das da in dem Bahnhof? Und was wollen sie? Der Legatus der ersten Legion also. Und er will mit Hilfe der 10. Legion den Turm von Babel unter Kontrolle bringen. Verstehe. Das gibt uns vielleicht etwas Spielraum. Warte mal. Der Turm von Babel. Der Turm von Babel kommt nämlich im 4. Teil drin vor. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich der Endwalker an Final Fantasy 4 richtet, so ein bisschen. An Final Fantasy 4? Dann After Years wahrscheinlich. Ich denke halt auch so an das Ding mit dem Mond. Was man so gesehen hat. Im Launch-Trailer. Und der Turm von Babel ist, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, ein Dungeon in FF4. Und ich glaube, da kam auch ein Soundtrack her, den wir bisher gehört haben. Glaube ich. Beim Turm von Babel bin ich mir auf jeden Fall sicher. Der kommt nämlich in FF4 vor. Habe ich gerade erst gespielt. Oh Gott, ich befürchte, was die nächste irgendwie sein könnte. Was den Legatus womöglich interessieren könnte. Für dich hat jetzt die Sicherheit von Alfino und Alize höchste Priorität. Am besten tut ihr, was man von euch verlangt. Dann viel Glück und bis später. Da sind wir wieder. Wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden. Wenn einer etwas findet, dann bist du das ja. Jedes Mal. Mhm. Ziemlich enttäuschend. Bald wird es gar keine Vorräte geben, die wir sicher bergen können. Das war's für heute. Kehren wir zurück zum Bahnhof. Willkommen zurück. Ich habe schon gehört, dass man euch losgeschickt hat, um nach Erzheim zu suchen. Und? Welchen gefunden? Etwas. Aber ohne ihre Hilfe wäre es deutlich weniger gewesen. Man erzählt sich ja allerhand über die Wilden, aber sie sehen eigentlich ganz gesittet aus. Wilde? Na gut. Jedes bisschen hilft uns warm zu halten. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wie wir die Nacht überstehen sollen, jetzt wo die auch da sind. Hm.
Wir schlafen draußen. Habt ihr Erzheim gefunden? Legatus Quintus. Wenn ja, dann bring ihn gleich zu den Kampfmaschinen. Aber damit wollten wir doch den Stützpunkt wärmen. Die Pläne haben sich geändert. Wir haben jetzt ein paar Dinge zu besprechen. Aber vergesst nicht, dass wir euch im Auge haben. Bleibt, wo ihr seid. Was für Pläne meint er wohl? Keine Ahnung. Aber offensichtlich will er die Magitech-Maschinen bereit machen. Die Frage ist, ob er sie jetzt einsetzen will oder erst, wenn er sich mit der 10. Legion zusammengetan hat. Er muss seine Leute aus der Kälte schaffen, in eine Stadt oder in wärmere Gefilde. Und? Was habt ihr besprochen? Dein Bruder und du verbleiben als Geiseln, um das Korps zu zwingen, Material zu überstellen und sich zurückzuziehen. Ja, klar. Bis zur Übergabe werdet ihr an einen anderen Ort gebracht. Was soll denn das? So viel Material hat das Chor auch nicht. Weiter. Bis später, Luna. Und lass es dir schmecken. Nein. Nein. Ernsthaft? Für dich hat jetzt die Sicherheit von Alfino und Alize höchste Priorität. Am besten tut ihr, was man von euch verlangt. Okay, man sieht aber, dass er das nicht will. Führt sie ab. Er hat wohl seine Meinung für uns geändert, oder? Keine Sorge, Alfino und Alize wird nichts geschehen, solange sie keinen Widerstand leisten. Alle Jagdtest. Jetzt bringen sie auch noch Latein mit rein, oder was? Würfel sind gefallen. Nett. Das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass du mit mir zum Lager des Korps gehst. Du wirst mir bei den Verhandlungen helfen. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Aufgabe für dich. Falls das Korps zustimmt und bei seinem Abzug Material zurücklässt, will ich das sofort abtransportieren können. Sag deinen Legionären Marcellinus, und Octavia Bescheid, dass sie ihre Magitech-Maschinen startklar machen sollen.
Wenn sie Fragen haben, sollen sie die Yil fragen. Dann wissen sie Bescheid. Wir treffen uns im Eingang des Bahnhofs bis später. Katze. Und hast du die Nachricht beiden genauso übermittelt, wie ich es dir gesagt habe? Das geht ja nichts an, aber ich versichere dir, wenn die Verhandlungen scheitern, sind wir gut vorbereitet. Das Wichtigste aber ist, dass die Verhandlungen gut laufen. Ich zähle auf dich. Also, dann brechen wir auf. Ich möchte auf dem Weg zum Camp allerdings nur einen Abstecher machen. Wir machen deshalb außerhalb von Regio Urbanissima einen Zwischenstopp. Folg mir. Katze. Alles zerstört hier. Du nicht. Hier habe ich gewohnt, mit meiner Familie. Ich blieb verschont, weil ich bei Quintus war. Aber meine Eltern hatten kein Radio, das sie beschützen konnte. Am nächsten Morgen bin ich sofort nach Hause gerannt. Meine Eltern und meine Geschwister waren noch da. Aber es war zu spät. Als ich sie ansprach, fielen sie über mich her. Und ich musste... Eigentlich wollten sie an diesem Morgen alle die Stadt verlassen. Sie hatten mir versprochen, sich in Sicherheit zu bringen, bis dieser wahnsinnige Bürgerkrieg zu Ende sei. Aber dann... Die Kette auf der Flagge des Kaiserreiches steht für den untrennbaren Zusammenhalt zwischen seinen Bürgern. Das rote Glied steht für die, die für unser Land gestorben sind, denn sie sind auch ein Teil von Garnemald. Doch
wo bleibt die Erinnerung an sie, wenn das Reich untergeht? Geben euch eure Gebete darauf eine Antwort? Entschuldige. Jetzt ist aber genug Zeit vertan. Na, unter 8K ist ja schon mal gut. Vielleicht geht's ja recht schnell jetzt. Eventuell. Hier kommen wir nicht raus. Ihr sollt ja auch drin bleiben. Ich weiß, es nervt, aber wir können nur hier sitzen und abwarten, wie sie gesagt hat. So typisch Mädchen, ne? Mir ist kalt. Ja, die Kälte kriecht mir schon ins Gemüt. Ich habe darüber nachgedacht, was Quintus uns gefragt hat. Warum wir die galäische Herrschaft nicht einfach anerkannt haben. Er sagte, dass wir uns womöglich zu sehr unterscheiden und dass sich davor niemand mehr gefürchtet hätte als die Galear selbst. Varys hat uns während der Verhandlung in Gimlet gesagt, dass er die Völker unter das galäische Banner zwingt, um die Arschians zu besiegen. Er wollte die Stärken und Schwächen, die uns ausmachen, beseitigen. Er wollte die Unterschiede zwischen den Völkern beseitigen, vielleicht weil sie sonst nicht zusammen am gleichen Strang ziehen können. In seiner Welt wäre kein Platz für diejenigen, die zu schwach sind oder sonst wie nicht in seinen großartigen Plan passen. Was für ein trauriger Gedanke. Erinnere dich mal an unseren Vater. Wie wütend ihn diese Art von Ablehnung gemacht hat. Aber was haben er und der Rat unternommen? Sie haben Augen und Ohren verschlossen und die Welt ihrem Schicksal überlassen. Diese Welt wurde nicht von uns gemacht, sondern von Männern, die nur an ihre eigenen Ideale gedacht haben. Das gilt für Varys genauso wie für unseren Vater. Wir haben die Chance, es anders zu machen. Wir müssen eine Welt schaffen, die für alle lebenswert ist. Ich meine damit wirklich alle. Ich will mir einfach nichts mehr vorschreiben lassen. Vater hat viel erlebt. Und auch Quintus. Sie haben Kriege gefochten und in ihrem Leben eine Krise nach der anderen bewältigt. Dabei haben sie sich gewisse Denkweisen angeeignet, Schubladen in ihren Köpfen, um die komplizierte Welt etwas einfacher zu machen. Für sie ist ein Tier ein Tier und eine Blume ist eine Blume. Sie vergessen manchmal, wie endlos viele Unterschiede es auf der Welt gibt. Mit den Bewohnern dieses Planeten ist es ähnlich. Wir kennen die Völker und ihre Flaggen, aber man vergisst, wie viel Diversität dahinter steckt. Und dass wir uns in unserer Vielfältigkeit im Grunde doch sehr ähnlich sind. Glaubst du das auch? Ich kann nicht sagen, dass ich ganz frei bin von so einer Denkweise. Ich denke heute noch oft, ich hätte die Dinge durchschaut und der Weisheit letzten Schluss bereits gefunden. Aber ich weiß jetzt, dass ich genauer hinsehen muss, unter die Oberfläche. Jede Person ist einzigartig, mit eigenen Hoffnungen und Träumen. Mein Traum ist es, die Welt zu retten. Mir ist jetzt klar, dass das viel schwieriger ist, als ich dachte. Aber ich weiß auch, dass ich die Kraft habe, meinen Traum zu verwirklichen.
Die gesamten Vorräte und unser unverzüglicher Rückzug? Das ist eine gewaltige Forderung. Das sind unsere Bedingungen. Außerdem habt ihr ein Luftschiff zurückzulassen, damit die Geiseln heimkehren können. Die Halszwingen werden natürlich vorher entfernt. Wir wollen also beide die Welt verändern. Dagegen kommt nicht einmal Vater mit seinen schlauen Worten an. Wie meinst du das? Wir kämpfen für das Richtige. Ich wünsche mir nur, dass Vater das auch so sehen würde. Manchmal muss man eben kämpfen, wenn man die beschützen möchte, die man liebt. Bebe Luna! Ich will nicht sagen, dass man sofort zu Schwert und Zauber greifen muss. Ich bin ja auch für Frieden. Aber was ich wirklich will, ist... Du willst eine Welt, die für alle lebenswert ist. Ja, das ist es. Zusammen werden wir schon einen Weg finden, wie wir die Welt wieder ins Lot bekommen. Und dann, irgendwann, wenn die Götter es so wollen, werden wir unsere Klingen und Zauberbücher beiseite legen und den Frieden genießen. Vorher müssen wir aber noch die Teloforoi besiegen. Und du? Du wirst uns zum Sieg führen, Alfino. Oh nein, wird er nicht. Ich werde es versuchen. Och, das geht in die Hose. Es wird immer welche geben, die sagen, dass es keinen Sinn hat zu kämpfen. Aber es ist leicht, gegen etwas zu sein und dabei klug auszusehen. Du weißt das. Du hast oft genug im Gegenwind gestanden. Und doch gibst du niemals auf, weil du so stark bist. Stärker, als du glaubst. Hab Mut und geh deinen Weg. Und wenn du mal davon abkommst, hast du ja immer noch mich, um dir zu zeigen, wo es lang geht. Danke, Alize. Die Späher haben Alize und Alfino. Die Halszwingen konnten sie auch sicher entfernen. Es sind keine Verluste zu beklagen, auch nicht bei den Wachen. Sie wurden in tiefen Schlaf versetzt. Schliff, yep. Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Ich schlage vor, dass wir unsere Gespräche von Neuem beginnen. Wir haben gewisse Informationen, die von großem Interesse für Legatus Quintus wären. Es ist einerlei. Wir haben unsere Befehle für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern. Ein Hinterhalt! Da kommen noch mehr! Wir! Die erste kaiserliche Legion, treue Diener des Galäischen Reiches, schwören, die kaiserlichen Länder zu schützen, bis unsere Kameraden zurückkehren und sei es mit unseren Leben. Ist das so, Luna? Na, was ist jetzt los? Was macht dieser Dummkopf in einer diplomatischen Delegation? Ah, gute Frage. Die Eorsäische Föderation hat soeben eine wichtige Nachricht übermittelt. Vertreter der galäischen Armee. Zum größten Teil Mitglieder der 10. Legion sind in Alamigo eingetroffen und bitten darum, gehört zu werden. Offenbar sind ihre Versuche gescheitert,
die Hauptstadt mit Hilfe der 4., 5., 8. und 12. Legion zurückzuerobern. Die Legionen sprechen kaum noch miteinander. Und da die meisten ihrer Soldaten desertiert sind, ist die 10. Legion nicht länger einsatzbereit. Deswegen haben ihre Anführer beschlossen, sich an die Föderation zu wenden. Lügen! Das sind nichts als Lügen! Es ist die Wahrheit. Und es kommt noch mehr. Die 10. Legion bittet uns, Legatus Quintus eine Nachricht zu überbringen. Die Ill sollen zurückfallen. Habt ihr das gehört, Legatus Quintus? Wie lauten eure Befehle? Läuft nicht wie geplant, hä? Sag ihnen, dass wir die Entscheidung der 10. Legion akzeptieren. Die Schlinge zieht sich zu. Langsam, aber sicher. Geht. Ich entbinde euch eurer Pflichten. Das gilt für alle. Kaiser Varys. Wie sehr muss es euch schmerzen, euer Land so gedemütigt zu sehen? Ja, das sieht der nicht mehr. Wahrscheinlich. Eventuell. Erinnert ihr euch noch an unseren Traum? Wir sahen eine Zukunft, in der die Welt unter einem Banner vereint ist, in Frieden und Wohlstand. Und nun sind wir nicht mehr als flüchtige Gespenster aus einer vergangenen Zeit. Doch wahre Treue überdauert auch den Tod. Na, schießt du dich jetzt selber? Warum sind Anführer immer so feige? Oh. Komm. Nein, tu's nicht. Nein. Nein. Nein, tu's einfach nicht. Bevor es zu spät ist. Wenn Quintus irgendwie zu einem Waffenstillstand zu bewegen ist, müssen wir es versuchen. Wenn er eventuell noch lebt. Hoffentlich hört er uns auch zu. Ist der denn so mega gelassen? Kann man es auch machen. Das ist nämlich Feigheit. Feigling, ja. Der ist richtig feige. Statt mal für das da einzustehen, was er da... Naja! So geht's auch. So, taucht jetzt das mal auf, damit ich abgeben kann. Danke. Bin ich froh, dich gesund wiederzusehen. Julius hat alle Angreifer versammelt. Wir werden uns noch überlegen, was wir mit ihnen machen. Zusammen mit Quintus. Ja, Quintus, den kannst du streichen. So, dann mach ich jetzt mal eine kurze Pipi-Pause.
Frutus ist ja noch nicht wieder da. Aber ich kann die Katzen noch mal kurz füttern, weil Katzen haben jetzt Fressigzeit. Und ich glaube, Frutus hat die Katzen sowieso noch nicht gefüttert. Deswegen mache ich das einmal kurz.